Es freut mich heute ganz besonders, dass man einen Vortragenden gewinnen konnte, dessen Thema so aktuell wie noch nie zuvor bei uns im Citizen Science Seminar war. Heute geht es nämlich generell um die Waldbrandforschung und der Vortragende heute ist Harald Watzig von der Universität für Bodenkultur. Er ist quasi ein BOKU-Urgestein, der hier schon studiert hat, quasi an der BOKU aufgewachsen ist und diverse Forschungsschwerpunkte hat, unter anderem die Auswirkung waldbaulicher Maßnahmen auf die Biodiversität von Waldökosystemen. Er erstellt auch regionale Waldbaurichtlinien und ist dann auch noch ja, tätig in der Abschätzung der Gefährdung durch Waldbrand im Alpenraum und wie wir alle jetzt über die Medien seit gestern oder vorgestern schon mitbekommen haben, tobt ja gerade ein sehr intensiver Waldbrand in Österreich. Und von dem her finden wir diesen Vortrag heute extrem spannend. Er hat auch mehrere Forschungsaufenthalte und Lehraufenthalte im Ausland gehabt, unter anderem in Finnland, in Tschechien, Kirgisistan oder in Deutschland. Und wir sind schon sehr gespannt deinen Vortrag, Harald, und wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Für alle Zusehenden, Fragen können jederzeit gestellt werden, entweder über den Chat oder über das Frage-und-Antwort-Tool. Wir werden diese Fragen sammeln und diese Fragen dann am Ende des Vortrages von Harald Watzig an ihn stellen. Und wir hoffen, dass wir dann alle Fragen auch beantworten können, die dann so reinkommen während dem Vortrag. Also keine Scheu, bitte einfach jederzeit in den Chat oder ins Frage-Antwort-Tool Ihre Fragen stellen. Und damit gebe ich gleich an dich weiter, Harald, und ja, freue mich schon auf den Vortrag. Dankeschön, Florian, Dankeschön, Daniel, für die nette Anmoderation und Einleitung. Ja, freue mich auch, dass ich im Rahmen des Citizen Science Seminar einen Vortrag halten darf und dann gleich den Kickoff für das Wintersemester 2021, 2022 und dann noch zu so einem aktuellen Thema. Ist sehr spannend. Ja, wie gesagt, ich habe versucht, zusammenzusammeln ein bisschen die Themen, die rund um die Thematik Waldbrandforschung relevant sind. Und ja, einfach einen Abriss zu geben über unsere Aktivitäten. Und ich denke mal, wir können das sicher das eine oder andere dann vertiefen, im Zuge der Diskussion. Gut, dann würde ich einmal anfangen, um das Thema ein bisschen einzuführen. Und du hast es auch schon sehr schön quasi anmoderiert. Wir befinden uns aktuell vor einer Situation mit dem Waldbrandereignis in Hirschwang an der Rax, das am 25.10. eben begonnen hat, wieder vor der Situation, dass sehr viele sich fragen, ist das Thema Waldbrand etwas, was für Österreich etwas Außerordentliches ist? Ist das etwas, mit dem wir uns in der Zukunft noch viel öfter beschäftigen müssen? Oder ist das quasi das neue Normal? Konkret zu der Situation in Hirschwang an der Rax ist es deshalb vielleicht bemerkenswert, weil, wie man an den Bildern schon sehen kann, in den Schwarzkiefernwäldern, wo eben dieser Waldbrand begonnen hat, ist eine Ausbreitung des Brandes aufgrund der geringen Niederschläge in den letzten Wochen sehr rasch vorhingegangen. Es hat auch sehr starke Winde gegeben. Dadurch hat sich der Brand sehr rasch ausgebreitet. Und vor allem die große Gefährdung, die jetzt sehr viele eben sehen, ist, kann eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Es wird in den Medien kolportiert, dass an die 100 Hektar als solches derzeit betroffen sind, des Waldbrand. Insofern kann man sicher davon sprechen, dass es eines der extremeren Ereignisse in der jüngeren Zeit waren. Und was macht es eben besonders schwierig, ist vor allem das Gelände, wo der Brand jetzt ausgebrochen ist, weil eben eine direkte Bekämpfung für die Einsatzkräfte vor Ort aufgrund des sehr steilen und felsigen Geländes nicht möglich ist, sondern alles eben nur mit Hubschrauberunterstützung durch den Löschaufbau
Wassereinsatz möglich ist, aber eine direkte Bekämpfung momentan sehr schwierig bis unmöglich ist und vor allem auch sehr gefährlich ist für die Einsatzkräfte, weil ja durch die Hitzeentwicklung auch sich dann Steine im Kalk lösen können und dann dementsprechend auch die Einsatzkräfte verletzen sich könnten durch die herabfallenden Steine. Das heißt, indirekte Bekämpfung durch die Anlage von Brandschneisen, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Aber der Wind ist sicher ein Thema, das uns auch in den nächsten Tagen noch beschäftigen wird. Vor allem, wenn der Wind dreht, können eben die derzeit getroffenen Maßnahmen dazu führen, dass der Brand vielleicht sich noch größer ausbreiten wird. Also sicher ein bemerkenswertes Ereignis für Österreich. Worauf möchte ich gerne eingehen? In meinem Vortrag einerseits ein bisschen weiter ausholen, wie schaut es im Alpenraum aus mit der Thematik Waldbrand und dann konkret auf die Situation in Österreich einzugehen und dann die Grundlagen, die eben notwendig sind, um die Waldbrandgefahr besser abschätzen zu können. Wir kennen ja alle quasi aus der Situation, wenn man Lagerfeuer macht oder wenn man im Kamin ein Feuer einheizt, es braucht einfach diese drei Komponenten, einen brennbaren Stoff, also das Brennmaterial und eine entsprechende Zündquelle und den Sauerstoff. Und mit diesen drei Faktoren gemeinsam können eben dann auch Brände, Waldbrände auftreten. Und über die Art und Weise, in welchem Verhältnis sich diese drei Komponenten jetzt eben darstellen in einer konkreten Situation, kann es eben dann zu sehr intensiven Waldbränden kommen, die auch große Flächen, also einnehmen können und entsprechend zerstörerisch dann in der Landschaft wirken. Weil wir einfach wissen müssen in Österreich, wir sind eben kein Land, oder wir haben keine Ökosysteme, die auf Waldbrände jetzt angewiesen sind. Also wenn wir das vergleichen mit anderen Situationen weltweit, wo es das Auftreten eines Feuers auch wichtig ist, dass überhaupt sich eine Naturführung einstellen kann oder dass dementsprechend auch dann die landschaftliche Vielfalt sich verändert durch das Auftreten von Bränden. Bei uns im alpinen Raum muss man solche Brände eigentlich immer als eine Störung identifizieren vom natürlichen Gleichgewicht und von natürlichen Kreisläufen. Und insofern wird auch versucht, solche Brände möglichst rasch eben zu bekämpfen. Das heißt, ausgehend von dieser Übersicht möchte ich dann ein bisschen in unsere Forschung auch Einblick geben, was wir tun, um einfach diese Gefährdung besser abschätzen zu können. Im Alpenraum haben wir vor 2 Jahren mit so einer Studie begonnen, um vergleichend gegenüberzustellen die Situation jetzt in Frankreich, der Schweiz, Italien, Liechtenstein, Deutschland, Slowenien und Österreich, wie es denn ausschaut mit der Waldbrandsituation. Was sind die aktuellen Herausforderungen? Welche Maßnahmen sind eben besonders notwendig? Und haben dann dafür auch versucht, so ein Rahmenwerk an Empfehlungen zu arbeiten. Das ist auf Deutsch und auf Englisch erschienen. Für diejenigen, die sich interessieren, können dann nachher das eine oder andere auch noch hineinschauen. Gibt auch einige Lessons learned aus den anderen alpinen Ländern, wo Österreich auch sehr viel lernen kann, zum Beispiel, welche Maßnahmen denn europaweit gesetzt werden, um mit dieser Waldbrandsituation entsprechend umgehen zu können. Vielleicht nur ein paar Aspekte, die herausgegriffen werden können. Uns hat auch interessiert, wie die Akteure, in dem Fall jetzt der Einsatzkräfte, die Forstbehörde oder auch Wissenschaftler, wie die sozusagen die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der Waldbrandbekämpfung sehen. In der Grafik jetzt dargestellt, dunkelgrau eben die aktuelle Situation und zukünftig eben hellgrau. Und da sieht man, dass einige Begriffe oder Herausforderungen als besonders dramatisch gesehen werden. Zum Beispiel für die Einsatzkräfte, die sehen das als eine besondere Herausforderung, in ländlichen Gebieten ihre Einsatzfähigkeit auch in Zukunft noch entsprechend erhalten zu können. Wir kennen diese Tendenz, dass sehr viele einfach in die Städte abwandern und dazu eben auch dann entsprechende Einsatzkräfte dann nicht mehr für die Ausbildung oder für Trainingszwecke oder auch dann für die Bekämpfung zur Verfügung stehen. Das heißt,
Wir können eben dann, wenn gleichzeitig sehr viele Feuer auftreten, dann nicht mehr in der entsprechenden Personenstärke diese Brände bekämpfen. Um auf das aktuelle Beispiel jetzt in Hirschwang zurückzukehren, über 250 Einsatzkräfte sind da im Einsatz und die werden auch regelmäßig entsprechend ausgetauscht, weil es ja auch sehr ermüdend ist, jetzt nach 2 Tagen intensiver Bekämpfung. Das heißt, man kann sich gut vorstellen, wenn das in so einem regelmäßigen Rat dann über mehrere Tage hinweg die Bekämpfung geht, dass hier hunderte von Einsatzkräften zur Verfügung stehen müssen, um so ein großes Ereignis entsprechend bekämpfen zu können. Und wenn es eben dann gleichzeitig auftritt, so ein Großfeuer, dann führt das eben zu großen Herausforderungen für die Einsatzkräfte. Andere Themen sind zum Beispiel die Wasserverfügbarkeit. Das ist in manchen Regionen ein großes Thema. Bei uns in Österreich, aufgrund der vielen Teiche, die angelegt worden sind, zum Beispiel im alpinen Raum für die künstliche Schneeerzeugung und aufgrund der vielen Flüsse und Seen, die wir in Österreich haben, ist oft das nicht wirklich ein Thema, aber europaweit gesehen sicher eine große Herausforderung. Und vor allem, wenn diese Brände dann sehr lange andauern, dann natürlich auch sehr hohe Kosten damit verbunden sind. Ein Thema, das immer wieder auftaucht, das ist dieses sogenannte Wildland-Urban Interface. Was bedeutet das? Es heißt, dass einfach durch das Zusammenwachsen von Stadt und Land, gerade in diesem Bereich, wo Wälder sehr nahe an die Städte herangreifen, sehr viele Menschen auch leben in diesem Verzahnungsbereich. Und damit dann natürlich auch die Menschen sehr stark betroffen sind durch dieses Auftreten von Bränden. Insofern große Gefahr dann auch im Siedlungsraum vorhanden ist, dass Menschen oder auch Häuser auch zu Schaden kommen. Das heißt, dieses Wildland Urban Interface wird ein Thema sein, das uns zukünftig noch sehr stark beschäftigen wird. Das heißt, einerseits Auftreten von Bränden führen zu einer Reduktion der Schutzfunktion der Wälder, dass eben durch das Auftreten des Brandes dann vermehrt andere sekundäre Schäden auftreten, Steinschlag, Lawinenschutz, Erosion, Muren als Folge dieses aufgetretenen Brandes und natürlich auch die Produktivität des Waldes vermindert wird, weil ja die natürlichen Ressourcen hier verloren gehen. Daneben natürlich weltweit auch ein großes Thema, die Freisetzung von Kohlenstoff, was ja auch dann wieder dementsprechend beiträgt zur Klimaänderung. Ein großes Thema in Österreich aufgrund der Anzahl an Bränden, jetzt nicht quantitativ so ein Thema, aber auf alle Fälle ein Thema, weil es natürlich auch Kohlenstoff freisetzt, der in dem Sinn, wenn es jetzt da kein gewolltes Feuer ist, sondern eben eines, was durch Unachtsamkeit entstanden ist, auf alle Fälle negativ beitragt, ne, im Blick auf die Klimabilanz. Und in dieser Studie haben wir uns auch angeschaut, die damit verbundenen Kosten für die Bekämpfung und die Maßnahmen, die dann notwendig sind, jetzt da, um solche Brandflächen auch wieder in Bestockung zu führen. Rund 75 Millionen Euro pro Jahr sind unmittelbar damit verbunden. Und man könnte aber durch sehr einfache Maßnahmen auch präventiv sehr viel tun, um sich dieses ändernde Feuerregime auch anzupassen. Das heißt, im Bereich der Bewusstseinsbildung, im Bereich der Prävention. Und hier könnte man mit einem Größenordnung von 10 Millionen Euro pro Jahr im Alpenraum schon sehr viel bewirken. Das heißt, das Thema ist relevant, ist wichtig. Wie schaut denn das jetzt konkret in Österreich aus? Hier eine Darstellung über die Entwicklung der Waldbrände in den letzten gut 30, 35 Jahren. Man sieht hier einerseits in den Balken die Anzahl der Brände, die aufgetreten sind und in dieser durchgezogenen Linie die Waldbrandfläche, dargestellt in Hektar. Also zur Erinnerung, ein Hektar sind ungefähr 10.000 Quadratmeter, 1,5 Fußballfelder. Und man sieht, dass die Waldbrandfläche über die Zeit sehr stark schwankt und man könnte irgendwie das Gefühl kriegen, dass die Anzahl der Waldbrände über die Zeit irgendwie zunimmt aufgrund dieser Grafik. Dabei muss man aber ganz eindeutig beachten, dass in den Zeitraum von 1990 bis 2000 die Dokumentation noch nicht vollständig war. Hier fehlen sehr viele Kleinbrände und man kann davon ausgehen, dass diese durchschnittliche Anzahl von 200 Bränden pro Jahr eigentlich
relativ konstant ist. Für den Süden von Österreich, also die Südalpen als solches, haben wir und auch Teile für Osttirol, haben wir zum Teil statistisch signifikante Zusammenhänge gefunden zwischen einem Ansteigen der Waldbrände und auch einem Klimasignal. Aber für ganz Österreich kann man das als solches noch nicht zweifelsfrei festhalten. Und diese Schwankungen, die man hier sieht, was jetzt die Flächen anbelangt, da sieht man, dass diese Schwankungen sehr stark eben durch Einzelereignisse überprägt worden sind. In die letzten Ereignisse, die hier dargestellt sind in der Grafik, einerseits eben Lurenfeld 2015 in Oberösterreich, wo intensive Brände nach Waldarbeiten der Fall waren, oder Absam in Tirol, wo das Wegwerfen einer Zigarette zu einem sehr großen Waldbrand im Schutzwaldbereich geführt hat, oder eben auch der Stagor in Kärnten, wo eine Berghütte der Auslöser war, quasi für einen größeren Waldbrand. Es gibt immer solche Einzelereignisse und sozusagen das aktuelle Beispiel Hirschwang an der Rax wird sich hier 2021 auch sehr schön als eine neue Zacke dann auch wieder in diese Grafik einordnen lassen. Wenn man das jetzt so möchte, was ist jetzt irgendwie ein Extremereignis? Man hört auch immer in den Medien, ja, das ist der größte Waldbrand in Österreich, den man bis jetzt dokumentiert hat. Ich würde das vielleicht in einer Art Definition aus einer historischen und einer aktuellen Perspektive betrachten. Aktuell sind Ereignisse zwischen 30 und 100 Hektar sicher als ein Extremereignis dann zu beurteilen, wenn sie mehr als wie 2 Tage aktiv sind und zu einer langfristigen Änderung der Vegetationszusammensetzung führen. Also das Beispiel Absamer Vorberg oder Lurenfeld oder wenn die Intensität sehr groß ist, es zu Kronenfeuer kommt, dass die Mortalität sehr groß ist. Das heißt, wenn hier wirklich eine starke Veränderung stattfindet, dann würde man das als Extremereignis betrachten. Historisch gesehen wissen wir aber durch Studien in den Nordtiroler Kalkalpen, Dr. Hehl hat sich das einmal angeschaut, im 17. und 18. Jahrhundert, da hat es eine Reihe von Bränden gegeben, die mehrere hundert Hektar groß waren und die dazu geführt haben, wie da an dem Bild die Ahrenspitze, ein Brandereignis, das 1946 aufgetreten ist, wo eben keine Möglichkeiten vorhanden waren, solche Brände zu löschen, rechtzeitig zu reagieren durch Hubschraubereinsatz oder eben vom Boden aus durch eine gute Erschließung mit Forststraßen, dass die Feuerwehren eben dementsprechend die Bekämpfung hätten durchführen können. Das war nicht möglich. Und es hat hier eben dann teilweise dazu geführt, dass der Brand erst dann wirklich gestoppt hat, wenn eben kein Brennmaterial vorhanden war. Das heißt, wenn der ganze humose Oberboden bis zum nackten Fels alles abgebrannt war und dann eben es wieder Jahrhunderte braucht, bis überhaupt solche Flächen, wenn überhaupt, irgendwie wieder mit Gras und in weiterer Folge dann mit Sträuchern oder Bäumen als solches vielleicht bestockt werden können. Das heißt, man muss das immer auch ein bisschen historisch betrachten. Es hat durchaus auch in Österreich Waldbrandereignisse gegeben, die mehrere hundert, manche sogar 1000 Hektar umfasst haben. Wenn man sich das ein bisschen anschaut in der Verteilung über das Jahr, dann sieht man eben, dass wir 2 solche Hotspots haben. Einerseits im Frühling, März, April und andererseits im Sommer, Juli, August, vermehrtes Auftreten von Bränden, die dadurch bedingt sind, dass wir im Frühling sehr oft die Situation haben, dass sehr viel Brennmaterial einfach austrocknet nach dem Winter. Man hat dann eine hohe kompakte Streuschicht aus Blättern, aus Streumaterial, die dann sich sehr rasch entzünden kann, wenn hier unachtsam mit Feuer hantiert wird, Feuer außer Kontrolle gerät von einem Lagerfeuer oder Zigaretten als solches weggeschmissen werden. Da finden wir immer diese sogenannten Frühjahrsbrände. Und auf der anderen Seite im Sommer, wo es dann längere Zeit hohe Trockenheit gibt, 1, 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht sogar, gar kein Niederschlag da ist, hohe Temperaturen und diese Dürreperioden führen eben auch dann zu einem vermehrten Auftreten von Bränden in den Sommermonaten. Aber wenn man das so sieht, diese zweigipfelige Verteilung, das ist jetzt über einen langen Zeitraum, Beobachtungszeitraum ergibt sich das, aber eigentlich ist es so, dass jedes Jahr es sich eigentlich immer anders darstellt. Das heißt, dass wir manchmal eben die Situation haben, dass im Frühling sehr viele Brände auftreten, manchmal, dass sehr viele
erst im Herbst oder im Winter sogar auftreten. Manchmal, so wie es in der Grafik sieht, sogar im Dezember vermehrtes Auftreten von Bränden da ist. Was ein wesentlicher Faktor ist, 85% werden eben durch den Menschen verursacht und 15% haben natürliche Ursache. Das ist für Österreich eben der Blitzschlag, der als solches relevant ist. Und bei den menschlichen Ursachen ist eben neben der klassischen, den traditionellen Feuern, Osterfeuer, Sonnenwendfeuern, Lagerfeuer oder andere Aktivitäten, die dann außer Kontrolle geraten beim Abbrennarbeiten, die Zigarette, die eben hier wichtig ist und sogar manchmal eben Brandstiftung. Auch in Österreich ist nicht nur etwas, was wir aus dem mediterranen Raum kennen, sondern es findet auch in Österreich statt. Und dieser große Anteil von 41% unbekannt hat etwas damit zu tun, dass sehr oft eben diese Ursache nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann. Lasst aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotzdem 85% aller Brände in Österreich eben menschengemacht sind. Und wenn man das ein bisschen jetzt regional noch sich gegenüberstellt, dann sieht man eben diese Hotspots, dass einerseits in Niederösterreich, in Kärnten und in Tirol ein vermehrtes Auftreten von Waldbränden feststellbar ist. Hängt ein bisschen immer davon ab, was man hier als Bezugsobjekt nimmt, ob man die gesamte Waldfläche nimmt, ob man den Bezirk jetzt sich anschaut, ob man die Waldbrandfläche sich anschaut oder nur den Objektschutzwald anschaut. Je nachdem stechen dann andere Bezirke hervor. Aber das Muster ist ungefähr immer ähnlich und geht eben einher mit der auftretenden Vegetation, mit den Gradienten, was es Niederschlag und Temperatur anbelangt und natürlich auch mit den menschlichen Aktivitäten. Das heißt, in Regionen, wo auf sehr engen Raum sehr viele Menschen unterwegs sind, ob es Touristen sind oder auch die Bevölkerung, die ansässige Bevölkerung, all das hat natürlich immer eine große Auswirkung dann auch auf das Auftreten von Bränden. Warum wissen wir jetzt Bescheid über diese Waldbrände, wo sie auftreten, wann sie auftreten? Wir haben eben mit den ersten Forschungsarbeiten an der BOKU 2008 begonnen, um einmal die Grundlagen für die Dokumentation zu erfassen. Es hat eben hier keine zentrale Stelle gegeben, die in Österreich diese Ereignisse dokumentiert. Und wir sind dann übergegangen, im Jahr 2013 eine Datenbank, ein Online-Tool zu konzipieren, wo wir einerseits die Möglichkeit geben, der breiten Öffentlichkeit zu informieren sich über die Waldbrandsituation, wo treten welche auf, wo man auch Abfragen dann über diese externe WebGIS-Anwendung machen kann und gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bieten, sich zu beteiligen. Das heißt, auch aufgetretene Waldbrände zu dokumentieren und an dieser Erfassung mitzuwirken. Das Ganze ist freiwillig als solches und wir sind sehr dankbar für die vielen Helfer, mehrheitlich bei den Feuerwehren oder bei den Forstbehörden, die dementsprechend auch dann diese Dokumentation mit begleiten, wo auch dann Bildmaterial zur Verfügung gestellt wird, weil das eben ganz wichtig ist, auch um die aktuelle Situation rund um einen Waldbrand oder den Umfang, das Ausmaß eines Waldbrands zu dokumentieren, die Ursachen, welche Baumarten sind betroffen und so weiter, auch das entsprechend mit zu betreiben. Da gibt es auch eine Reihe von Herausforderungen. Wir haben hier schon sehr viele Ansätze unternommen, eben auch die breite Bevölkerung einzubinden in die Dokumentation. Haben wir festgestellt, dass das Thema kein leichtes ist. Es gibt immer sehr hohe mediale Aufmerksamkeit, so wie die letzten Tage, wenn ein Waldbrandereignis auftritt. Dann gibt es sehr viele Anfragen aus den Medien. Es ist ein relativ kurzlebiges Thema. Und wenn das dann wieder abschwächt, dann ist das quasi wieder sehr schnell wieder aus den Köpfen draußen. Und wir haben auch festgestellt, dass es eine sehr hohe Anforderung an die Datenqualität anbelangt. Das heißt, die Abschätzung zum Beispiel der Flächengröße, die Verortung des Brandes, den genauen Ausbruchsort, die Identifikation von Baumarten, die Intensität des Waldbrandes. All das sind Themen, die oft sogar für Feuerwehren, Einsatzkräfte oder für die Polizei sehr schwierig sind, das wirklich zweifelsfrei zu dokumentieren. Hier helfen Fotos sehr gut. Und da muss man auch nur die rechtlichen Aspekte dann wieder klären, inwieweit auch diese Speicherung dann möglich ist.
Aber das hilft oft sehr viel, diese Fotodokumentation. Und eine weitere Herausforderung ist auch dann, mit widersprüchlichen Angaben umgehen zu können, um hier auch dann eine gute Dokumentation für die weiteren Forschungsarbeiten dann zur Verfügung zu haben. Wenn man das Ganze ein bisschen in die Zukunft betrachtet, in Kooperation mit unseren Kollegen vom Institut für Meteorologie an der BUKU, Herbert Vormann und David Leidinger, haben wir uns auch angeschaut, wie sich denn diese Waldbrandsituation in der Zukunft darstellen wird. Und was in diesen vier Grafiken gezeigt wird, ist einfach nur die Vergleichsperiode 1981 zu 2010. Wie oft ist denn hier ein Waldbrandtag aufgetreten in der höchsten Waldbrandgefährdungsstufe? Also der BUI, das ist ein kanadischer Waldbrandindex, ein Build-up-Index, der hier oft verwendet wird, um diese langfristige Gefährdung entsprechend darzustellen. Und da sieht man im Osten Österreichs ja zwischen 30 und 40 Tagen in der Vergleichsperiode 1981 bis 2010. Und wenn man das jetzt da über die Zeit ein bisschen entwickelt und in die Zeitscheibe 2071 bis 2100 in der unteren Grafik schaut, dann sieht man, dass es in manchen Gebieten, ob es jetzt im Osten Österreichs ist, im Süden Österreichs oder auch Teilen im Inntal, zum Beispiel in Tirol, dann stellen wir hier fest, dass es zu 30 bis 40, manchmal sogar 60 Tagen mehr an diesen Waldbrandtagen in der höchsten Gefährdungsstufen geben wird. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass mit der Klimaänderung, je nachdem, welches Szenario jetzt hier unterstellt wird, auch wir in Österreich, im alpinen Raum, mit einem vermehrten Auftreten von Waldbränden werden rechnen müssen. Einfach durch die Veränderung des Niederschlagsregimes, längere Dürreperioden, höheres Auftreten, auch Gewittertätigkeit durch die instabile Atmosphäre. All das sind Themen, die dazu führen, dass Brände, die Entzündungswahrscheinlichkeit für das Auftreten von Bränden einfach zunehmen wird. Und vor diesem Hintergrund, sozusagen, wie kann man jetzt, wenn man weiß, dass diese Gefährdungssituation auch in Zukunft noch zunehmen wird, wie können wir von der Forschung auch dementsprechend etwas tun, die Rahmenbedingungen für Auftreten von Bränden besser abschätzen zu können und auch den Einsatzkräften, den Behörden ein entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung zu stellen, mit deren sie besser einerseits die Entstehungsgefahr sozusagen abschätzen können, andererseits das Brandverhalten, wenn Brände auftreten und der dritte Faktor, der eben entscheidend ist, die Vulnerabilität abzuschätzen. Das heißt, es ist eben ganz notwendig, einerseits zusammenzuführen, diese Gefährdungssituation, die Entstehungsgefahr, das Brandverhalten und dann in weiterer Folge Infrastrukturen, Siedlungsräume, die eben betroffen sein können von den Auftreten. Und wenn man sich das anschaut, die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, bei der Entstehungsgefahr ist ganz klar die Ursache, eben anthropogen oder natürlich bedingt, genauso auch die Feuchtigkeit des Brennmaterials, die Vegetation an sich oder die Exposition sind eben ganz entscheidende Merkmale. Und dann für die Entwicklung des Brandes ist natürlich die Neigung, der Wind ganz ein entscheidender Faktor, der hier die Ausbreitungsgeschwindigkeit und natürlich auch gleichzeitig das Vorantreiben des Feuers auch beeinflussen kann, dass es hier auch dann zu einer Änderung der Feuerfront kommt. Und die entsprechende Kenntnis über kritische Infrastrukturen, Siedlungsräume, dieses Wildland-Urban Interface, wie ich es vorher genannt habe, das sind eben dann die Faktoren, die bekannt sein müssen, um ich auch regional oder lokal eine Differenzierung machen muss, wenn es darum geht, wo ich jetzt evakuiere, wo ich jetzt eine bestimmte Brandschneise oder eine Bekämpfungslinie direkt oder indirekt lege, dann muss ich eben sehr gut wissen, welche Objekte ich hier zu schützen habe und wie ich hier vorgehen kann. Und so ein integriertes System zur Abschätzung des Waldbrandrisikos, an dem arbeiten wir, und unterschiedliche Forschungsaktivitäten versuchen eben hier zu einer Verbesserung der Risikomodellierung beizutragen. Vielleicht ein paar Aspekte jetzt herausgegriffen aus diesem Themenkomplex. Streufeuchtigkeit habe ich schon erwähnt. Wir sehen in dem einen Bild, dass einerseits die Wettersituation ganz stark natürlich die Waldbrandgefährdung über die Streufeuchtigkeit beeinflusst. Die ZAMG
hat ja mit ihrem INCA-Ansatz und den INCA-Modelldaten, die ihr zur Verfügung stehen, die Grundlage für die Abschätzung eines solchen Waldbrandgefährdungsindizes zur Verfügung gestellt. Und in dem Jahr 2018 sieht man eben sehr schön, wie das über das gesamte Vegetationsperiode sich eigentlich dieses Muster sehr stark verändert, dass es regionale Unterschiede gibt über das Auftreten, dass eben durch die Niederschlagsereignisse, durch dementsprechend oder Schneefall in höheren Regionen auch dementsprechend dann die Waldbrandgefahr wieder reduziert oder eben erhöht werden kann. Das heißt, einerseits Wettersituation, das auch dann ganz wichtig in der Prognose verwendet werden kann. Und darüber hinaus ist aber auch das Brennmaterial ganz entscheidend. Also wir wissen eben durch unsere Forschungsarbeiten, dass in Abhängigkeit des Brennmaterials die Entzündungswahrscheinlichkeit ganz unterschiedlich ist. Wenn man solche Brandversuche macht, das sind sogenannte Burning Chambers, wo man Brennmaterial in unterschiedlicher Feuchtigkeit einer Feuerquelle aussetzt und dann misst man die Zeitdauer, die es braucht, um dieses Brennmaterial zu entzünden. Und in Abhängigkeit dieser Zeitdauer, also das Time to Ignition, in Abhängigkeit dieser Zeitdauer kann man dann abschätzen, wie schnell oder wie rasch kann ein bestimmtes Brennmaterial in Abhängigkeit der Dimension, in Abhängigkeit der Struktur auch dann hier Feuer fangen. Also ganz einfach gesprochen, ja, wenn ich Nadeln habe oder Blätter habe, dann werden sich die viel rascher natürlich entzünden, als wie größere Äste oder Stämme, die einerseits viel länger brauchen, um sich an die Umgebungstemperatur anzupassen oder auch dementsprechend viel langsamer austrocknen über die Zeit. Das heißt, das ist etwas, das Brennmaterial ganz entscheidend für die Abschätzung. Und was beeinflusst jetzt da diese entsprechende Streufeuchtigkeit am Ort? Hier arbeiten wir aktuell mit den Kollegen von der Technischen Universität in Wien zusammen, die uns dabei helfen, im Rahmen des Confirm-Projektes auch diese Einstrahlungssituation besser zu fassen. Aufgrund der Dokumentation unserer Waldbranddatenbank haben wir eben kennengelernt, dass Brände sehr gerne in Lücken oder an Waldrändern auftreten. Das heißt, diese Bestandeslücken sind besonders prädestiniert dann für eine hohe Waldbrandgefahr. Und jetzt kann man eben durch den Einsatz von solchen Laserscan-Daten, die ein sehr genaues Abbild der Oberfläche bieten, diese Lücken in den Wäldern entsprechend identifizieren. Und ich habe hier eine Abfolge von Bildern dargestellt, die jetzt einerseits die Lücken identifizieren, aufgrund der Subtraktion, was ist sozusagen Erdoberfläche, was ist Wald, und das Delta zwischen Erdoberfläche und Wald ergibt eben dann entweder einen Wald mit 20, 30 Meter Höhen oder eben keinen Wald, eine Lücke. Und da kann ich dann die potenzielle Einstrahlung in Kilowatt pro Stunde und Quadratmeter ermitteln. Und auf diesem Bild sieht man eben, je dünker das Ganze ist, umso weniger Einstrahlung ist vorhanden. Und je heller das Ganze ist, umso größer ist die Einstrahlung. Das heißt, ich habe eben hier auch eine viel höhere potenzielle Sonneneinstrahlung und damit eine raschere Austrocknung und eine entsprechende Veränderung der Streufeuchtigkeit. Und wenn man das jetzt da auch über das entsprechenden Jahreslauf sich anschaut, hier ist quasi dargestellt, einfach einmal die 4 Monate stellvertretend, Dezember, September, Juni und März, dann sieht man schon sehr schön, dass natürlich gerade in den Sommermonaten natürlich die Einstrahlung viel höher ist, aber dass natürlich auch ein gewisser Schattenwurf da ist, durch die Topografie, durch den Bestand, der dementsprechend dann manche Gebiete über den Jahresverlauf auch unterschiedlich austrocknet. Und das heißt, dass eine Gefährdungssituation vielleicht sich im Frühling, im März ganz anders darstellt, als wie sich diese Gefährdungssituation dann in den Sommermonaten darstellt. Und diese Kenntnis dann dementsprechend auch in die Modelle mit einzubinden, dass sich diese Streufeuchtigkeit jetzt bedingt mit der Komponenten Niederschlag und Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Wind, wenn man das zusammen kombinieren kann, kann man eben zu einer viel besseren Abschätzung auf kleinräumigen Muster der Einstrahlungsgefahr kommen. Ein weiterer Aspekt, der vielleicht noch wichtig ist, ist, dass, wie ich vorher erwähnt habe, ist das Brandverhalten. Und hier spielt eben vor allem die Feuerleiter eine entsprechende Rolle. Was sind Feuerleiter? Wenn man jetzt ein
ein Baumindividuum hat oder einen ganzen Waldbestand hat, der am Boden unten Sträucher oder eine Grasvegetation hat und dann eigentlich nur den Stamm hat und dann fängt die Krone an, dann hätte ich eben dazwischen kein Brennmaterial, das ein Übergreifen eines Bodenfeuers zu einem Kronenfeuer ermöglicht. Hingegen, wenn aber dieses gesamtheitliche Bild von Sträuchern, Gräsern bis zur Krone, wenn das durchgehend mit Vegetation, also quasi ein strukturierter Wald, den wir sozusagen jetzt vielleicht aus Aspekten der Biodiversität, aus strukturellen, ästhetischen Merkmalen vielleicht als besonders wertvoll erachten würden, der wäre im Hinblick auf eine Waldbrandgefahr besonders prädestiniert, dass sich dort ein Kronenfeuer, ein intensiver Waldbrand ausbreiten will. Und jetzt ist es eben dann spannend, ist es eben möglich, mit solchen Laserscan-Daten, die ich vorher gerade erwähnt habe, auch eine Analyse hinsichtlich unterschiedlicher Baumschichten zu machen. Und was man hier tun kann, ist einfach diese Punktewolke, die ausgehend von diesen Laserscan-Daten hier an der Erdoberfläche auftreffen und dann wieder entsprechend analysiert werden. Aus dieser Punktewolke kann ich eben dann abschätzen, wie dicht ist das Kronendach, wie unterschiedlich dicht sind die einzelnen Schichten und kann hier potenziell eine Feuerleiter entstehen. Und wenn man sich jetzt ein so ein Profil herausgreift, also beliebigen Waldteils, dann sieht man eben dann schon sehr schön, da gibt es eben manche Bereiche, die eben viel dichter sind, also wo man sich vorstellen kann, dass hier ein Bodenfeuer dementsprechend auch auf die Kronen übergreifen kann. Und es gibt andere Bereiche, die vielleicht eher ausgeräumt sind, ja, wo sozusagen ein Bodenfeuer eher ein Bodenfeuer bleibt und es zu keinen Übergreifen auf die Kronen kommen kann. Und diese Information kann man dann verarbeiten, um dementsprechend das Waldbrandverhalten dann zu beschreiben. Das heißt nicht nur die Entstehungsgefahr, sondern in weiterer Folge dann auch eben das Verhalten, das bei Auftreten von solchen Feuerleitern es eben auch dann zu viel intensiveren Bränden kommt, als wenn es nur ein Bodenfeuer ist. Zu den Entzündungsursachen haben wir vorher gesprochen, ja, Mensch ist ein wichtiger Aspekt neben diesen natürlichen Faktoren. Und menschliche Ursachen sind eben sehr breit. Einerseits, das können die Funken sein, die beim Bremsvorgang einer Eisenbahn von den Rädern auf die begleitende Vegetation entlang der Bahntrasse überspringt. Das können eben die weggeworfene Zigarette sein. Oder das können auch, es gibt solche Extrembeispiele, dass ein Mountainbiker zum Beispiel mit den sehr heißen Bremsen nach seinem Downhill-Abfahrt das Fahrrad einfach in die Wiese gelegt hat und weil es so trocken war, es dort unmittelbar ein Vegetationsbrand begonnen hat durch die heißen Bremsen. Das heißt, es gibt die unterschiedlichsten Beispiele, aber es hat immer etwas zu tun mit menschlicher Aktivität. Und wenn man jetzt diese Information verarbeitet, ob das jetzt die Dichte an Forststraßen ist, die Dichte an Bahntrassen, Einwohnerdichte, touristische Aktivität und so weiter, dann kann man das zusammenführen in so einen genannten Risikomodellansatz, wo man diese verschiedensten Faktoren gewichtet hinsichtlich ihrer Bedeutung zur Abschätzung der Waldbrandgefahr. Und in diesem Beispiel für diese Karte von Österreich, das wir in einer Studie mal gemacht haben, sieht man eben, dass es eben einerseits Gemeinden gibt, die ein höheres Gefährdungssituation aufweisen als wie andere Gemeinden, wo eben diese Faktoren nicht so stark zutreffen. Das ist jetzt auf Gemeindeebene relativ hoch aufgelöst und wir versuchen eben gerade auch entsprechend an einer Verbesserung dieses Modellansatzes zu arbeiten, dass wir auch in kleinräumigem Maßstab viel besser noch diese Bedeutung des Faktor Mensches abschätzen können. Also zum Beispiel, es hat sich gezeigt, dass die menschliche Aktivität auch über die Woche nicht gleich ist und deren Rolle für das Auslösen von Waldbränden. Das heißt, am Wochenende natürlich viel gehäufteres Auftreten als wie unter der Woche. Oder dementsprechend die Nähe einer Siedlung, die Nähe von Häusern zum Wald spielt eine große Rolle, weil eben die Menschen dann zum Beispiel die Asche ausbringen, nachdem ein Grillfest jetzt zum Beispiel gemacht worden ist.
dann leert man das vielleicht in die Nähe, in den Wald, und das löst dann damit einen Brand aus. Das ist all diese Faktoren, wenn man die mitdenkt und mitberücksichtigen kann, dann kann man auch eine höhere, räumlichere Auflösung noch ermöglichen. Und der zweite Aspekt als Entzündungsursache ist eben Blitzschlagbrände. Das heißt, wir haben in mehreren Studien versucht, diese Rolle von Blitzschlag zu identifizieren. Mein Kollege Mortimer Müller hat sich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, welche Charakteristika denn notwendig sind, damit ein Blitz auch wirklich einen Waldbrand auslösen kann. Es ist ja sehr viel Energie damit verbunden. Allerdings unterscheiden wir eben zwischen diesen Wolken-Wolkenblitzen und Wolken-Bodenblitzen. Das heißt, ich brauche prinzipiell einmal einen Blitz, der wirklich am Boden ankommt. Und es kommt auch auf die Ladung an. Ja? Das heißt, positiv geladene Blitzschläge zum Beispiel entfachen mit einer zweimal höheren Wahrscheinlichkeit Waldbrände, als wie es eigentlich von ihrer Verteilung, also der Anteil von negativen und positiven Blitzen in Österreich erwarten lässt. In Österreich treten eben rund, ja, je nach Jahr, 180.000, 200.000 oder mehr Blitzschläge pro Jahr auf. Und was eben sehr spannend ist, dass die Intensität der Blitze noch nicht signifikant eine Rolle spielt beim Auftreten der Brände. Allerdings ist eben die vorhandene Vegetation, das heißt, sind da einzelne Waldteile oder Baumspitzen, die aus der Krone herausschauen, sind die besonders prädestiniert, dass eben ein Blitz dann dort einschlägt. Topografie, südlich exponierte Hänge, steil geneigte Hänge, spielen eine große Rolle, und natürlich auch die Feuchtigkeit. Das heißt, wenn ein Gewitter auftritt mit Blitzen, das dann gleichzeitig einen hohen Niederschlag hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines großen Waldbrandes viel geringer, als wenn das ein Gewitter ist mit einer geringen Niederschlagstätigkeit. Oder sind die Blitze am Rand nur aufgetreten und nicht im Kern, dann ist eben dort die Durchfeuchtung des Streumaterials auch wieder geringer. Wir kennen das eben aus Beispielen aus den USA, wo sehr viele Trockengewitter auftreten, das heißt hohe Blitzaktivität, aber gleichzeitig eine geringe Niederschlagstätigkeit. Und diese sogenannten Trockengewitter führen dann oft zu diesen solchen verheerenden Waldbränden. Das kennen wir in unseren Breiten nicht, weil bei uns immer Niederschlag und Blitztätigkeit gemeinsam auftreten. Trotzdem kann man eben einige Faktoren, wie in dieser Grafik eben dargestellt, festmachen, um eine erhöhte Gefährdung für das Auftreten von natürlichen Blitzschlagbränden identifizieren. Und das ist eben sehr stark durch die Topografie im Alpenraum bedingt. Wir haben jetzt versucht, alle diese Faktoren und Beispiele, die ich jetzt genannt habe, auch zusammenzuführen in einen Prototyp. Unter www.waldbrand.at können sich derzeit Experten von Einsatzorganisationen, von Forstbehörden ein Bild von der aktuellen Lage machen. Das ist so ein integriertes System, wieder ein WebGIS, wo wir diese unterschiedlichsten Faktoren zur Abschätzung der Waldbrandgefahr zusammengeführt haben. Was aber sehr stark eben orientiert ist, jetzt nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern bewusst für die rund 200.000 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder Vertretern der Forstbehörde, die auch dann dementsprechend mit dem System lernen können, unter welchen Rahmenbedingungen eben einerseits Brände entstehen können und auch Brände entstanden sind. Ja, das heißt, wir führen hier zusammen die Informationen zu den Waldbränden, wie sie eben auch aufgetreten sind. Diese schwarzen Kreuze in dieser Grafik zeigen jetzt an vergangene Waldbrände, historische. Und ich kann mir dann eben auch zu jedem Waldbrandereignis die Situation, die dazu geführt hat, dass es hier zu einem Waldbrand gekommen ist, auch noch einmal abrufen aus den historischen Daten. Und daneben eben auch unterschiedliche Szenarien durchspielen, wie denn die Waldbrandsituation heute oder in den nächsten Tagen ausschaut. Ja, man kann sich eben so einen Account geben lassen. Wenn es interessiert, bitte einfach ein E-Mail an firebook.cad. Da kann man auch dementsprechend sich das freischalten lassen und einen Überblick erlangen. Welche Parameter gehen da jetzt ein? Wir haben einerseits diese Entzündungsgefahr getrieben durch das Wetter. Da haben wir zwei unterschiedliche Indizes zur Auswahl, den Fine Film Moisture Code und den Fire Weather Index. Das sind kanadische Waldbrandindizes, die sich in Studien bei uns als die
derzeit am bestgeeigneten Indikatoren zur Abschätzung der Waldbrandgefahr aufgrund meteorologischer Faktoren einschätzen lassen. Wir haben die Möglichkeit, die Ursachen mit hineinzunehmen, Menschen, Blitz, die Ausbreitungsgefahr über die Brennstoffgassen, über die Hangneigung, die Vegetation und so weiter. Und was dann das Tool ermöglicht, ist, dass man mit unterschiedlichen Szenarien hier diesen Faktoren Gewichtung geben kann. Ein Beispiel jetzt da. Im Sommer wissen wir, dass rund 40% aller Waldbrände durch Blitzschlag ausgelöst werden können. Das heißt, ich kann eben dann, wenn ich jetzt hier im Juli oder im August so ein Szenario durchrechne, dem Faktor Blitzschlagbrände ein viel höheres Gewicht geben in der Einschätzung der Entstehungsgefahr als wie dem Faktor Mensch. Dafür sind unterschiedliche Varianten hinterlegt, die man auswählen kann, die das Tool schon vorgegeben hat. Ein registrierter User kann sich aber auch dementsprechend hier eine eigene Variante zusammenstellen, die vielleicht genau für die eine Situation besonders wichtig ist. Das heißt, ich bin vielleicht in einem touristischen Gebiet, wo der Faktor Mensch noch viel bedeutender ist als wie andere Faktoren oder die Exposition besonders wichtig ist. Wie gesagt, ich kann eben die Waldbrände mir darstellen lassen und dann für jeden einzelnen Waldbrand auch die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, für die unterschiedlichen Varianten mir darstellen lassen. Ich habe Informationen über die Größe des Brandereignisses und welche Art des Waldbrandes war, ob es ein Flächenbrand war, also Bodenfeuer ist war oder ein Kronenbrand war. Und ich kann eben über diesen Kalender auch dementsprechend zurückgehen in der Zeit und mir dann die Daten auch dazu entsprechend abrufen, die zu diesem Brandereignis geführt haben. Also quasi wirklich das Systemverständnis soll eben dadurch verbessert werden. Und wir bekommen auch, wir machen laufend auch solche Feedbacks mit den Nutzern, wo wir auch lernen wollen, durch die Anwendung des Systems, welche Variante hat denn zum Beispiel unter gegebenen Rahmenbedingungen am besten hier eine Vorhersage getroffen. Und wie man sieht, ich habe jetzt ein Beispiel herausgegriffen, da im Bereich Wiener Neustadt, wo man sehr schön sieht, dass die unterschiedlichen Varianten der FEV zum Beispiel eine grüne, sozusagen also eine geringe Gefährdung ausweist und andererseits aber die Variante 4 eine sehr hohe Gefährdung ausweist. Das heißt, es kommt ganz darauf an, wie die bestimmten Rahmenbedingungen hier zusammentreffen, um eine gute Abschätzung der Waldbrandgefährdung wirklich zu ermöglichen. Und das ist eben, gibt es ja mehrere Ansätze. Man kann das, so wie es in diesem Beispiel auf waldbrand.at, haben wir das expertenbasiert gemacht. Das heißt, wo der jeweilige Nutzer auch dann wirklich sein Expertenwissen einbringen kann in der Region und diese Faktoren unterschiedlich gewichten kann. Genauso gut kann man es aber auch mit maschinellem Lernen machen. Das heißt, wir haben auch schon Ansätze verfolgt, wo wir sämtliche Daten entsprechend in ein Modell geworfen haben, um hier die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Waldbrandes aufgrund der Analyse der Daten zu ermöglichen. Die Herausforderung dabei ist, dass es halt immer noch in Österreich sehr wenige Ereignisse sind. Und durch die Vielzahl der Faktoren, die eine Rolle spielen, ist es natürlich oft dann eine Herausforderung, die richtigen, signifikanten Faktoren für das Auftreten von Bränden zu beschreiben. Und hier kommt dann oft ein Thema noch zum Tragen, was oft vernachlässigt wird. Das ist eben die entsprechende Genauigkeit bei der Verortung. Also wenn ich eine hohe Unsicherheit bei der Verortung habe der Brände, dann sind natürlich auch sämtliche Daten, die ich jetzt in dieses Modell hineinfüttere, auch genauso mit Unsicherheit verbunden, weil ich ja nicht exakt sagen kann, was an einem bestimmten Pixel, einem bestimmten Ort in Österreich genau für Bedingungen war. Wenn das Pixel vielleicht um 200, 300 Meter nach links oder nach rechts oder nach oben oder unten verschoben worden ist. Und deshalb kommt eben auch dieser Verortung und dieser Datenqualität in der Waldbranddatenbank eine sehr große Bedeutung zu. Ja, man kann sich in dem Prototyp dann auch über die Hilfe natürlich dann informieren und einzelne Details sich anschauen, die einzelnen Daten und Layer sich anschauen und die Karten auch dementsprechend dann durchgehen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und dieses System ist eben jetzt gerade in Überarbeitung. Wir versuchen eben zusätzliche Datenlayer einzubinden, dass wir auch diese Vulnerabilität, von der ich jetzt gesprochen habe, die Abschätzung der Gefährdungssituation für den Siedlungsraum wirklich in entsprechender Maßstabsebene darstellen zu können, damit eben Einsatzorganisationen auch dann reagieren können
und die Gefährdungssituation in Abhängigkeit des Brandverhaltens hier besser beurteilen zu können. Wir sind hier auch in Kooperation mit einem Unternehmen aus den USA, die zum Beispiel zusammenarbeitet mit Firmen, die eben über Kameras die entsprechende Situation dokumentieren. Das heißt, das sind fix installierte Kameras, die einen Bereich entsprechend observieren und die es dann ermöglichen, auch die Gefährdungssituation, tritt irgendwo im Waldbrand auf, aufgrund der Rauchentwicklung entsprechend zu melden. Und hier tritt dann ein zusätzliches Aspekt in den Vordergrund, dass Personen, die jetzt im Umkreis dieses Brandereignisses dann unterwegs sind mit ihrem Smartphone, dann zum Beispiel Fotos machen von dem Waldbrand und dann können diese Informationen von den einzelnen Smartphone-Benutzern auch entsprechend ausgewertet werden. Das heißt, über den Winkel, über die Distanz, über das Foto kann dementsprechend kalibriert werden, wie stark sich denn der Waldbrand unter den gegebenen Rahmenbedingungen entwickelt. Und ich kann dann über so eine Triangulation die Modelle quasi live on the fly anpassen. Das heißt, breitet sich der Waldbrand rascher aus, als wir die Modelle vorhersagen, oder vielleicht langsamer, oder entwickelt sich in eine andere Richtung. Und hier spielt eben die Sensorik, die in den Smartphones vorhanden ist, eine sehr entsprechende Rolle, dass man diese Informationen auch verarbeiten kann und dementsprechend auch wieder zur Modellverbesserung verwenden kann. Also das heißt, hier ist ein möglicher zukünftiger Einsatzmöglichkeit, um diese Modellansätze wirklich live durch die Interaktion mit Nutzern, die bei einem Brandereignis dabei sind, das dementsprechend auch zu verbessern. Und das ist etwas, mit dem wir uns gerne in Zukunft auch in der Forschung noch intensiver auseinandersetzen wollen. Gut, abschließend vielleicht jetzt nur noch vielleicht ein paar Empfehlungen, die wichtig sind für das Thema. Ich habe vorher schon erwähnt, man muss einerseits diese Treiber identifizieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Klimawandel, sozioökonomische Veränderungen, neue politische Veränderungen, die eine Rolle spielen. Und die muss man im jeweiligen Kontext der Region vor Ort interpretieren. Das ist ganz wichtig. Ohne diesen Treibern kann ich nicht verstehen, wie sich das Waldbrandregime auswirkt und wie man dann auch dementsprechend welche Auswirkungen zu erwarten sind. Ob das jetzt da eben der Verlust der natürlichen Ressourcen ist, Bodenerosion, CO2-Ausstoß und so weiter und so weiter. Und darauf aufbauend, auf diese Analyse, können dann eben dann vier wichtige Schwerpunktbereiche identifiziert werden. Das ist einerseits die Prävention, wo neben dieser Bewusstseinsbildung auch eine bessere Abschätzung der Brandgefahr dazugehört. Bei der Brandbekämpfung braucht es eben bessere und noch besser ausgebildete Einsatzkräfte. Auch das Verständnis, wie ich Gegenfeuer, technische Feuer einsetzen kann in der Brandbekämpfung, bis hin auch zum Post-Fire-Management. Das heißt, wie gehe ich jetzt mit den Waldbrandflächen nach Brand um? Welche Baumarten können noch nach einem Brand überleben? Kann ich hier noch mit einer Naturführung rechnen? Muss ich künstlich besamen oder entsprechend aufforsten? Und dabei haben wir festgestellt, dass dem vierten Aspekt, diesem Wissenstransfer und Austausch, auch eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Das heißt, wie können wir hier diese unterschiedlichsten Akteure, wie gesagt, von Touristen, Einsatzkräften, zu den Behörden, den Wissenschaftlern, alle die müssen gemeinsam quasi ihre Kenntnisse und ihre Informationen so gut aufbereiten können, dass hier eine Interaktion möglich ist bei dieser Querschnittsmaterie Waldbrand, die eben wirklich alle als solches fördert und fordert. In dem Sinn, ja, gesagt, das ist ein bisschen ein Einblick in unsere Forschungsaktivitäten. Und ich bin gerne bereit, über das eine oder andere noch weiter zu diskutieren. Ich habe gesehen, es gibt eine Reihe von Fragen in den Chats zum Thema und bin einfach schon neugierig, was da jetzt kommt. Danke mal fürs Zuhören.